Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich das Video machen, ich bewerte eure Accounts. Ja, bevor wir mit dem Video anfangen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst, weil wir brauchen nicht mehr viele hundert Abonnenten, würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Wir hatten schon lange kein langes Video mehr gemacht und jetzt, ja, mache ich das jetzt. Okay, dann gehen wir zum ersten Spieler und bewerten seinen Account. So, Luki aus Socks and Power. Ist ein deutscher Clan. Ja. Der ist auch der Einzige gewesen, der geschrieben hat in den Kommentaren. Ja. Also der ist auch der Einzige, der geschrieben hat. Also seinen Clan-Namen geschrieben hat, mein Deutschdigger und seinen Accountnamen. Sonst hat keiner geschrieben. Hier der Beweis. Und so, jetzt bewerten wir mal seinen Account. So. Der ist auch ein Clan-Anführer, war vor einem Tag online. Ja, ist jetzt nicht so ein guter Clan. Aber ja, geht. Also der hat 18 Spenden. Ja, könnte man mehr machen, ist aber egal. Ja, WLAN schon wieder komplett am Arsch. Jetzt gehen wir auf seinen Account. Hier, das auf 5500. Level 34 ist der. Er war Herausforderer zweimal und hat 1000 gewonnene Kämpfe. Das ist schon mal... Ja, gut. Ja, 1000 Kampfsieger hat der. Masteries, mal gucken. Naja, geht noch ein bisschen mehr, aber der hat 94 von 94. Ja, das ist schon mal gut. Der hat 2 schon auf 7. Paar auf 6, Paar auf 5. Ja, ist halt nicht gut. Aber könnte mehr gehen, ja. Könnte eigentlich mehr gehen. Ja, er war mal Meister 1 in der Genfahrt. Seine alte Bestleistung vor das große Update war 5-3. Ja. Der Deck, naja. Halb Lockbait, halb. Keine Ahnung. Aber spiel lieber Lockbait Pro. Ja, Lockbait ist besser. Seine meisten Pokale waren 5600. Gesamtspenden 7k, gefundene Karten von 105 bis 109, naja, 4 Karten fehlen. 3 Kronensiege, fast 500. Aktuelle Lieblingskarte Widerreiter, okay. Max-Siege 6, gewonnene Karten 56, also kannst du ehrlich mehr machen. Also zum Beispiel eine Grand Challenge oder so. Ja, das war auch unser erster Kandidat. Jetzt gehen wir zu meinem Community-Clan. So, jetzt sind wir in unserem Community-Clan. Der erste Spieler ist Vito, den stupsen wir mal an, damit er online kommt. War vor einem Tag online. Jetzt gucken wir mal. Der ist auf 4K, also auf 4,2, Level 23. Ja, geht. Die Masteries sehen gut aus. Naja. Na, geht. Geht, könnte man sagen, ja. Alte Bestleistung 4,1. Der spielt Hawk 2.6. Sehr gutes Deck. Empfehle ich auf jeden Fall. Machst du gut, Bro. Siege sind 230. Ja, ist gut. Gesamtspenden 2K. Aktuelle Lieblingskarte ist Schweinereiter, ist gut. 80 Karten gefunden, ja. Ja, Herausforderungsstatistiken. Ja, da könntest du halt nicht mehr ziehen, aber ja. 23 gewonnen, Karten ist halt nichts, ne. Aber ja. Auf jeden Fall ein gutes Deck, das ist das Wichtige. Aber wir müssen auch noch benoten, ne. Also Luki steht auf eine 3+, und Vito eine glatte 3, ja. Eine glatte 3. Der zweite ist ein Kollege von mir. Okay, das auf 4,6, Level 26. Übrigens, das ist er noch Anführer. Er hat eine Clan erstellt, Iranin. Ja. Alte Bestleistung, ja, 2,9. Der spielt ein Giant Prince Deck, meiner. Naja, ist ein okayes Deck, ist ein okayes Deck. Insgesamt die Siege sind 200. Meiste Pokale sind 4,6. Ja, Max Siege 3, gewonnene Karten 60. Ja, da geht eigentlich mehr. Gesamtspenden sind fast 3K. Ja, geht. Das ist auch so eine 3 plus, ja, 3 plus. Das ist auch ein Kollege. Seit der ist auf 4,7. 250 Siege, könnte man sagen. Masteries. Naja, geht. Geht. Ist nicht schlecht. Alte Bestleistung 30, ja. Kampfdeck. Naja, eigentlich ein gutes Deck, ja. 4700 meiste Trophäen. 83 gefundene Karten. Ja, geht eigentlich mehr. Gesamtspenden sind 1800, könnte man sagen. Ja, geht eigentlich mehr, geht ehrlich mehr. Ja, gar keine Karte gewonnen. Okay. Also das ist so eine 3 minus, ja. Nächster Kollege ist PNK Player HD. Der ist auf 4,9 fast. Ein Pokal fehlt ihm, ja geil. Masteries, naja, geht. Geht. So, das Deck. Naja, einigermaßen. Das ist jetzt nicht so das beste Deck, aber
Siege sind 400 und ja, gefundene Karten sind 100, über 100, das ist schon mal gut. Gesamtspenden sind über 5000, das ist auch gut. Och, warum spielt keiner Turniere, ey, egal. Naja, auch eine 3 minus. Der nächste Kollege ist Babo. Der ist auf 4,9. Mastery sehen ehrlich gut aus, sollte ich sagen. Ja, doch nicht so gut. Geht. So, das Deck ist ein bisschen Dogshit, aber ja, sagen wir mal nichts. Gesamtspenden sind fast 5k. 94 gefundene Karten, da geht ehrlich mehr. Siege sind 324, das geht auch. Und ja, 5 gewonnene Karten. Besser als 0. So, ah, der Kollege ist hier online, ja. Ilias, ne, keine Ahnung, ich weiß den Namen nicht. Auf jeden Fall, der ist auf 5k, der ist auf 5k, Level 31 und der hat gute Masteries. Er hat sehr gute Masteries. Scheiße, hä? Ja. So. Ja, der hat gute Masteries, hier können wir das mal gucken. Ja, der hat 1 auf 6 schon, das ist gut. 5, 5, 5, paar 4 und so, das ist ehrlich gut. Sein Deck. Naja, auch so ein Mega-Retter, Schweinereiter-Deck, sehr geil. 400 Siege hatte, über 400 Siege. 5148 waren seine Meisterpokale, das ist auch gut. Gefundene Karten 95, naja. Gesamtspenden 4k. Kronzauber ist die Lieblingskarte von ihm und ja, 3 gewonnene Karten. Warum spielt keiner eine Herausforderung oder so? Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Das ist eben mein Account, muss ich ja eh nicht sehen, aber ich kann es dir kurz zeigen. Ist ein Account von mir. Naja, habe jetzt nicht so gut viel gespielt, aber. Naja, ich habe wenigstens 5k Spenden und so alles, ja. Und ich spiele ja ein Lavaloon Deck, empfehle ich auch. So, jetzt gehen wir zu Enderman. 506. Der ist auch auf 5k, Level 34, ist gut. Der spielt schon seit 3 Jahren, das ist auch schon was Gutes. Die Masteries gehen voll klar. Und er hat 500 Kampfsiege. Ja, ist gut. Das ist ein. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Deck, empfehle ich auch. Machst du gut. 8000 Spenden, das ist sehr gut. Über 100 gefundene Karten ist auch gut. Ja, die 6 gewonnene Karten, halt. Ihr könnt doch eine Challenge oder so spielen, dann kriegt ihr ja mehr Karten. Ja, geil. Nächster Kollege ist Bomb. Der ist auch auf 5k, Level 33. Masteries, guck mal, der hat schon gute Masteries. Der hat ehrlich gute Masteries. Und der spielt das. Ah, nein, das ist die Kampfsäge Dings. Okay, der spielt das schon seit einem Jahr, glaube ich, oder? Doch, seit einem Jahr spielt er es. Ja, geht. Masteries sehen sehr gut aus. Ja. Ist eigentlich gut, ja. So, okay. Legendenfahrt hat der gar nicht gepusht. Also, Legendenfahrt empfehle ich auch, aber ich habe ein bisschen aufgehört, weil ich. Ja, weil Supercell miese Auge macht. Ja, der spielt Pekka Birdspam, ist ein sehr gutes Deck. Macht er gut. Der hat 4000 Spenden, ja, ist gut. 104 gefundene Karten ist auch gut. 400 Siege, 5149 sind die meisten Pokale und ja, 0 gewonnene Karten. Okay, Black Dawn ist der nächste. Der ist auf 5,1 fast, Level 31, ja. Masteries hat auch so ein bisschen gut gefarmt, ist schon gut. Der spielt das seit einem Jahr. Naja, geht. Der hat ein bisschen Legendenfahrt gepusht. Das Deck, naja, zwei Gebäude, warum auch immer, aber es ist einigermaßen okay, Stick. So, 102 gefundene Karten, ungefähr 4000 Spenden, könnte man sagen. Naja, 15 gewonnene Karten. Besser als 5 oder 3 oder so, ne? So, der nächste Kandidat ist Name KB oder Name KB, weiß ich auch nicht. Der ist auf 5,1, Level 33, ist gut. Ja, hier sind die Masteries. Ja, Masteries hat er sehr gut gefarmt. Also, der ist gerade der Beste, der die Masteries gefarmt hat. Der hat hier schon 1 auf 7. Hier sehr viele auf 6, glaube ich. Ist das 6? Ja, das ist 6. Ah, nein, das ist 5. Das hier ist dann 6, ja. Sehr gut hat der gefarmt, also der hat ehrlich sehr, sehr gut gefarmt. Und das, obwohl er nicht mal ein Jahr gespielt hat, oder? Der spielt nicht mal seit einem Jahr auf diesem Account. Okay. Stark. Legendenfahrt, wo ist das hier? Liga 2, ja, geht. 4500 Spenden, ja. 800 Siege sind ehrlich gut, 102 gefundene Karten. Bei gewonnenen Karten sind das 90. Guck mal, der hat schon gute Karten gefarmt, könnte man sagen. Der nächste ist B Apfel 187, geil. Der ist auf 5,2, Level. Was für Level? Ja, Level 34. Nein, Arena 15 ist doch 5K, hä? Ich bin manchmal so dumm, ne? Egal. Seit 4 Jahren spielt das schon stark. Die Masters könnte man mehr machen, also könnte man mehr raushauen, ne? Wenn man jetzt so guckt, okay, Liga 2 war er mal, okay.
Der spielt so ein mega Retardesser-Deck, ja. Geht. 15.000 Spenden stark, das ist ehrlich schon gut. 104 gefundene Karten, ja. Ja. Ach, was soll ich denn geben? Ja, eine 4, weil er. Ne, eine 3 minus, komm, eine 3 minus, ich gönne noch ein bisschen, weil. Okay, er hat zwar keine gewonnene Karten, aber er hat dafür 15.000 Spenden und 4 Jahre später das schon. Aber der hat auch keine gute Masteries. Daumen eine 3 minus, ja. Der nächste Kandidat ist Tom. Der war noch vor einer Stunde online, der ist sehr aktiv. Gefällt mir auf jeden Fall. Der ist auf 5-3 fast. Legendenfahrt ist der schon Liga 3, das ist auch schon gut. Und gewonnene Kämpfe hat der 900, über 900, das ist stark. Und jetzt gucken wir mal, Masteries hat der ehrlich gut gefarmt. Hier hat der schon Paar auf 6, Paar auf 5. Ja, hat der schon sehr gut gefarmt sogar. Er spielt seit einem Jahr. Okay, geht. Sammlungslevel sind 1000, das ist auch schon gut. Ja, die anderen Abzeichen sind ja eigentlich ja nicht wichtig, ne? Der war mal Meister 1. Legend fand, das ist schon gut, das ist sehr gut. Der spielt so Minor Worldbreaker Deck, ist auch gut. Er hat 6000 Spenden, ist auch gut. 105 Siege, was 105 Siege, Digga. 105 gefundene Karten halt. Und 39 gewonnene Karten, ja. Den gebe ich eine 3 plus, ja. Das war noch online gekommen, ja, geil. So, der nächste ist Fast As Melee, weiß ich auch nicht, wie das ausgesprochen wird. Der ist auf jeden Fall auf 5-3, ist gut. Level 31, ja. Arena 15, 410 gewonnene Kämpfe. Masteries könntest du halt nicht mehr machen. Weil ja, nur so weniger halt, ne? Aber es, Masteries sind eh einfach zu fahren. Wir müssen einfach nur irgendein Deck haben, ein gutes Level. Und dann, ja, ist halt nicht einfach. Legendenfahrt war der mal Liga 2. Na, geht noch halt nicht mehr. Der spielt aber dafür ein gutes Deck. Der spielt Lockbait und das gefällt mir auf jeden Fall. Pluspunkte. Er hat 15.000 Spenden, das ist auch Pluspunkt. Er hat 104 gefundene Karten, er hat über 100 gefundene Karten, ist auch gut. Ja, halt, weil er keine gewonnene Karten hat, ja. Aber der hat auf jeden Fall, finde ich, eine 3 plus, auch eine 3 plus, ja, hat er sich verdient. So, der nächste ist, der ist neu in den Clan gekommen. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. 5-4 ist er fast. Wir sagen mal 5-3. Herausforderer 3 in Legendenfahrt ist auch gut. Der hat fast tausende Siege, das ist auch sehr gut. Sammlungslevel ist 800, ist auch stark. Masteries hatte schon 1 auf 7, das ist stark. Und sehr viel auf 6 und 5 und so. Ja, hier gibt es auf jeden Fall Pluspunkte. Der spielt eigentlich schon ein gutes Deck, ja. Könnte man spielen, ist ein gutes Deck. Der 2000 Spender, also der geht mehr. Und 100 gefundene Karten ist auch gut. Und 418 gewonnene Karten, das ist halt geil, Digga. Genau das wollte ich mal sehen, Digga. Ja, das ist gut. Der hat eine 2 minus, ja, das hat er sich verdient. Ein 2 minus. Der nächste ist OCL Vadim. Der ist auf 5-4, Level 38, das ist schon gut. 1300 Kämpfe hat er gewonnen. Er ist in Legendenfahrt Liga 2, ist gut. Ja, Masteries, ja, einigermaßen okay. Ist okay. Warte mal, wie lange spielt er das? Ja, seit 2 Jahren ist auch okay, ja. Legendenfahrt hat er noch Level, was für Level? Liga 2. Der spielt so ein Hawk-Deck, ja, ist ein gutes Deck, ja, gefällt mir. Der hat 4000 Spenden, da geht mehr. 103 gewonnene Karten, ja, ist gut. Und 9 gewonnene Karten, ja. 3 minus, ja. Das ist Medi, das ist ein Kollege von mir aus meiner Klasse. Ja. Aber warum haben wir den nicht befördert? Egal, mach ich jetzt gleich. Ja, der hat sich erstmal eine Passreihe gegönnt, Ehre. So, mal gucken. Der hat jetzt, der ist auf 5-4, ist stark. Liga 3 ist ein Legendenfahrt. Der hat 600 gewonnene Karten. Hey, Junge, ich verwechsel das immer wieder. Gewonnene Kämpfe. Ja. Masteries. Ja, ist okay, ja. Man kann mal mehr machen, aber es ist okay. Liga 3 war er. Wie lange spielt er? Seit einem Jahr. Ja, geht auch. Sammlungslevel hat er 1000, das ist auch schon stark. Ups. Ja. Und Gesamtspenden sind 8k, das ist gut. Gefundene Karten sind 104. Aktuell Lieblingskarte Electro-Giant, ja. 30 gewonnene Karten. Ja, geht, ja. 3 plus, ja, 3 plus, oder? Ja, 3 plus. Das ist mein Cousin, Fatih Aslan. Mal gucken, der ist auf 5,5, Level 36, ja, stark. Er spielt das seit 6 Jahren, das ist halt, das ist sehr stark. Und, ja, Masteries. Masteries hat er auch schon, geht eigentlich mehr, aber ist schon okay, ist okay. Der hat 1 auf 7, deswegen. Legendenfahrt hat er gar nicht gepusht, ist aber egal. Der hat ein, naja, also ich muss sagen, ich habe früher auch solche Decks gespielt. Gesamtspenden sind 25k. Das ist sehr krass.
Das ist sehr gut. Gefundene Karten sind 100, über 100. Und gewonnene Karten sind fast 1000. Das ist halt stark, Digga. Das ist stark. Der hat eine 2 plus. Auf jeden Fall. Nicht, weil er mein Cousin ist, sondern der hat ehrlich gute Karten gewonnen. Das ist jetzt der nächste. Der hat, boah, der hat gute Masteries. Der ist auf 5-5. Ja, Legendenfahrt. Ist ja Liga 1, ja. Spielt das schon seit einem Jahr. Der hat sehr gute Masteries. Der hat sehr, what the f. Der hat sehr, sehr gute Masteries. Der hat sehr, sehr, sehr. Liga 3 war er mal. Er spielt so ein Lockbait-ähnliches Deck. Ja. 37.000 Spenden sind sehr krass. 108 gefundene Karten ist auch gut. Und 76 gewonnene Karten. Ja. Das ist eine 3 plus auch. Der nächste ist Baba Pro. Der ist auf 5-5. Ja, Legendenfalls der Liga 1. Der hat fast 1000 gewonnene Kämpfe. Er spielt seit 3 Jahren. Ist auch schon stark. Ja, Masteries sind auch schon. Sind auch so einigermaßen okay, ja. Ist gut. Legendenfahrt war ja mal Liga 2, okay. Der hat 3000 Spenden, 103 gefundene Karten und gewonnene Karten hat er 74. Ja, geht. Eine glatte 3, ja. Der nächste ist Thanatos. Der ist fast auf 5,6. Level 41. Legendenfahrt ist der Liga 3. Er spielt das seit 6 Jahren und hat hier die klassische Herausforderung 12 Siege gepackt. Also der hat mindestens eine 2, ja, auf jeden Fall. Er hat sehr gute Masteries, ja, gefällt mir. Der war mal 6K, der war mal auf 6K. Naja, das spielt einigermaßen okay. Stack 4000 Siege, das ist sehr krass. 44.000 Gesamtspenden, alle, nein, 106 Karten gefunden. Das ist sehr gut und 4000. Boah, das ist sehr stark. Also der hat eine 2 plus auf jeden Fall. Itachi ist der nächste. Der ist schon ein bisschen inaktiv, aber ja. Der ist auf 5-6. Legendenfahrt der Liga 1. Hat er nicht gepusht, aber er hat ein sehr gutes Mastery gefarmt, Digga. Sehr gut. Sehr, sehr gut, aber er ist halt ein bisschen inaktiv und er war mal Meister 2 in Legendenfahrt und fast auf 6K, oder? Ja. Der spielt so ein Hoggy-Stack. Ja, ist auch gut, ja. 55.000 Gesamtspenden, ja. Und gewonnen kann, hat er 1600. Ja, das ist auch eine 2 minus. Ja, 2 minus. Nabgo ist der nächste. 5-6, Level 36. Seit 6 Jahren spielt er das. Und er hat sehr, sehr gute Masteries. Ja, gut. Liga 1 ist ein Legendenfahrt. Naja, der spielt ein gutes. Ja, ich will es gut sagen. Geht. 12.000 Spenden ist gut. Über 1400. 1300 Siege. Echt, Digga. Ja, Junge. So, und gewonnene Karten hat der 95. Naja, geht. 3 plus, ja. Das ist der nächste Kollege, der ist auf 5,6. Liga 1, der Legendenfahrt. Er spielt das seit 5 Jahren. Das ist gut. Masteries hat er auch gut gefarmt. Er hat eigentlich nur ein Deck gefarmt, aber ja. Liga 3 war ja mal Legendenfahrt. Spielt so ein Hawk-Deck mit Negaritter natürlich. 135 Spenden, also Bruder. Da muss ehrlich mehr gehen, aber ja. Gewonnene Karten hat der 0, obwohl er 7 Siege hat. Hier Max Siege, verstehe ich auch nicht. Ja, 3 minus. Joker ist der nächste. Warum ist der inaktiv, Digga? Hä? 5-6. Das auf. Der spielt das schon seit 6 Jahren. Ja, stark. In 6 Jahren spielt er das. Masteries könnte ehrlich mehr gehen. Also, Bro, könnte ehrlich mehr gehen. Liga 1 war der Legendenfahrt. Der spielt so ein Packer-Deck. Und 40.000 Spenden sind gut. 2.700 Siege sind auch gut. Und gewonnene Karten 707. Ja. Gut, 3 plus. Der nächste ist Jellal. Der spielt das schon seit 6 Jahren. Ja. 2500 Kampfsiege, ja. Liga 1 ist der aber auf 5-7. Schau mal gut. Masteries hat auch gut gefahren. Sehr, sehr gut. Der hat 4 schon auf Max. Dann hier paar auf 6. Und dann noch 5. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Liga 1 war der, aber seine alte Bestleistung ist auf 6-2. Das ist sehr stark. 3700 Siege hat die. 100.000 Spenden ist sehr, sehr stark. Und gewonnene Karten sind 8746. Digga, das ist halt sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Eine 2 plus auf jeden Fall. Der nächste ist Berserkan. Der ist auf 5,8. Das ist auch schon mal gut. Der spielt das seit 6 Jahren. Und 2500 Kampfsiege hat der. So, insgesamt hat der sogar 4K. Und die klassische Herausforderung hat der auch geschafft. Masteries. Ja, da geht ehrlich mehr, Bro. Da geht ehrlich mehr. Ja, Liga 1 war der Legendenfahrt nur. Er war mal auf 6K, ja. 60.000 Spenden sind gut. Gefundene Karten 105, ja, ist gut. Und gewonnene Karten sind 6K. Das ist sehr, sehr gut.
Der nächste ist Bratwurst, der ist schon auf 6K. Liga 13 in Legendfahrt. 2000 Siege hat der. Mastries hat der sehr, sehr gut gefahren. Also der ist gerade der Beste mit dem Mastries gerade. Der hat schon 1 auf 10, Digga. Das ist 1 auf 8, Bro, Digga. Der ist richtig gut. Das ist richtig gut. Er war mal Meister 3 in Legendfahrt. Also das ist auch schon stark. Der spielt so ein. Das ist auch ein schön starkes Deck, ja. 14.000 Spenden sind gut. Gefundene Karten 108, fast fertig. Ja, gefällt mir. 77 gewonnene Karten, ja, man kann ein bisschen mehr spielen, ist aber ist ein sehr gut, ein sehr guter Account, Mann. Das ist auch ein Kollege von mir, Dark Gamer. Ja, WLAN kurzer Marsch, ja. Wir warten einfach, bis WLAN wieder geht, ne? So, jetzt sind wir hier dran bei Dark Gamer, das auf 6K. Hat ja einen Level 10, nein, Level 9 Kampfholz, ja. Sehr, sehr gut. Was passiert hier so? Ja. Liga 2 ist ein Legendfahrt. Naja. Masteries hat er auch gut gefarmt, ja. Hier einer auf der 9, einer hat auf 8, paar auf 7, ne? Ist gut. So, der war mal Liga 2, ja. Der spielt Hawk 2.6, ist auch gut, ist ein sehr gutes Deck. 11.000 Spenden sind sehr gut. 600 Siege, ja, da gibt es ein bisschen mehr. 100, 105 gewonnene Karten, ja, auch gut. Gewonnene Karten 169, ja, geht ein bisschen mehr. WMC ist der nächste. Also, der hat ehrlich gute Masteries. Der ist auf 6K. 3500 Siege sind gut. Legendenfahrt Liga 1, da geht also ehrlich mehr. Aber Masteries hat auch gut gefarmt. Ja, ist ein guter Masteries-Farmer. Naja, geht Deck. Der war mal auf 6,2, das ist auch schon gut. 3500 Siege hat er insgesamt. 26K Spenden ist auch gut. Und 119 gewonnene Karten. Das gibt eine 3 plus. Dark Gamer hat eine 3. So, YouTube The Pali ist der nächste. 6-1 ist der. Seit einem Jahr spielt er es. Ja, ist gut. Mastery ist halt auch sehr gut gefarmt. Ja, gefällt mir. Meister 3 war er in Legendenfahrt. Er spielt so ein Lockbait-Deck, warum auch immer, mit Hex und so. 11.000 Spenden sind gut. 107 gewonnene Karten ist auch gut. Komm. Ja, 19 gewonnene Karten. Das ist eine 3 minus, ja. Stupse normal. Dilosh ist der nächste. Der ist auf 6-1. Das ist ja sehr gut. Mit Level 36, das ist ehrlich sehr gut. Liga 2 ist ein Legendenfahrt. Der spielt das seit, oder die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die spielt das seit 5 Jahren. Ist auch gut. Masteries hat, ja, wurde sehr gut gefarmt hier. Ist sehr, sehr gut sogar. Sehr gut. Legendenfahrt Meister 2 sogar. Stark. Ein Golem-Deck ist ein sehr gutes Golem-Deck, ja. 2000 Spenden, ja. 108 gewonnene Karten ist auch gut. Und 677 gewonnene Karten insgesamt ist auch gut, ja. Ist eine 3 plus, ja. Stoke ist der nächste. Der ist auf 6-1. Der spielt das schon seit 6 Jahren. Ist schon sehr, sehr, sehr gut. Meister 2 ist ein Legendenfahrt. Fast 4000, fast 5000 Kampfsieger hat der. Masteries hat auch sehr, sehr gut gefarmt. Hatte fast so, sogar wie ich, Digga, ja. Krass. Der war mal großer Champion. Das ist sehr, sehr stark. Der spielt so ein Mega-Ritter-Deck und war mal auf 6-3, ja. Gesamtspenden sind 20k, ist auch gut, ja. Gewonnene Karten, ja, 4k ist auch gut, ja. Das gibt eine 3 plus. Esra Hernandez ist die nächste, die ist auf 6,4. Hat schon seit 6 Jahren spielt die es. Liga 3 ist auch schon gut. Und die Masteries sind auch sehr, sehr gut, ja, gefällt mir. Liga 3 und die war mal auf Meister 1, ja, ist gut. Die spielt so ein Hawk-Deck, Königsschweinchen-Deck. 113.000 Spenden sind sehr, sehr gut. 5.600 Siege sind auch sehr krass. 108 gewonnene Karten ist auch gut. Und 2.700, ja, ist auch gut. Gewonnene Karten. Gibt eine 2 minus, ja. Der Kandidat ist der nächste, das ist auch online, geil. 6-4 ist er. Ja, gefällt mir. Liga 2 ist der. Der hat 9k Siege, ist sehr, sehr krass. Der spielt das seit 6 Jahren. Und hat, naja, gute Masteries, ja, könnte man sagen. Liga 2, da war mal großer Champion, ist auch gut. Der spielt so ein Mortadex, ja, gefällt mir auch. Der hat insgesamt 27.000 Spenden, ist gut. Gefundene Karten 107, ja. Und gewonnene Karten sind 4.500 fast, ja, gefällt mir. Ist eine 2 minus, ja. Der nächste Kollege ist Ben, der hat 16 Spenden, ja. 6.500 ist der. Level 41, Liga 1, ja, okay. Masteries hat der sehr, sehr gut gefarmt, weil er Lavaloon Masteries hat. Darum kriegt er Pluspunkte. Aber der hat halt gar kein anderes Deck, ne? Masteries. Aber ist egal. Lavaloon ist gut, ja, gefällt mir. Seit 6 Jahren spielt er das.
Liga 1, also bei Legendenfahrt könnte der ehrlich ein bisschen pushen, aber der hat auf jeden Fall ein sehr gutes Deck, gefällt mir auf jeden Fall. 3600 Siege sind gut. 6-7, der war fast auf 6-8, Digga, das ist richtig krass. 23.000 Spenden, 108 gewonnene Karten. Lieblingskarte ist Lava und geil. Und gewonnene Karten 8.800, was, ja, ist stark. 2 plus. Kolo, der Boss, ist ein bisschen inaktiv, ne? Aber das ist auf 6,5, ja, Level 47, spielt das seit 5 Jahren. Naja, geht. Liga 1 war ja ein Legendenfahrt. Er war mal Meister 1, okay. Masteries hat der so geht, semi-gut. Ja, ein Golem-Deck ist auch gut. 5000 Siege ist auch gut. 108 gewonnene Karten, ja, auch gut. Gesamtspende fast 100k ist auch schon stark. Und gewonnene Karten 5500 fast. Ja, ist gut. 2 minus. Pro Player ist der nächste. Vielleicht zeige ich erst einmal noch meinen Account, ja. Mein Account, ja, 3 Jahre spiele ich das Spiel, das ist auch nicht so lange. Ich mag den Mega Minion, da habe ich einfach so einen Banner gemacht. So, ich bin gerade großer Champion aktuell. 4k Siege habe ich. Masteries ist gerade so bei mir. Ne, seht ihr gerade? Sehr, sehr gut. Ja, großer Champion, nein, königlicher Champion war ich mal, ne? Ich wollte mal Ultimativer kommen, aber Supercell macht Auge. Hier habe ich so ein Lavaloon-Deck auch. Ja, gutes Deck. Das ist halt mein Inhalt. Ich habe alle Karten. Ja, ein bisschen mehr Spenden geht noch. Ich will noch die 100k schaffen. 1800 gewonnene Karten. Ich muss ehrlich mehr machen. Naja, also ich gebe mir. Ja, eine 3, ja komm, 3, ich muss schon fair sein. So, der nächste ist Francesco. Der ist auf 6,5, ja, 6570 fast. Ja, der spielt da seit 6 Jahren, ist gut. Seine Masteries, da geht ehrlich mehr. Meister 1 war der Legendenfahrt, ist auch gut. Und Altbestleistung 7k, das ist sehr, sehr stark. Gesamtspende 54k ist gut. 6700 Siege sind auch gut. Alle Karten gefunden. 12.836 gewonnene Karten, sehr stark. So, der nächste. Und es gibt eine 2 plus. Der nächste ist S.C. Der ist auf 6,6 mit Level 40 auch noch, sehr stark. Champion ist er. Legendenfahrt gerade aktuell. Er hat sehr gute Masteries, ja. Das ist gute Masteries. Meister 1 war er mal, okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Deck soll, aber ja. 21.000 Spenden, ja, ist gut. 108 gefundene Karten, ja, gefällt mir. 78, ja, na komm. Da geht halt mehr, ne? Da geht halt ehrlich mehr. Gibt eine 3 plus. Ikaros ist der nächste. Der war schon aktiv, ja. Der ist auf 6,6, sehr gut. Mit Level 50, ja, ist auch schon gut. Der spielt da seit 6 Jahren, ist auch gut. Gewonnene Kämpfe 8500, sehr gut. Masteries hat der sehr. Oh mein Gott, Digga, das ist ja besser als ich in Masteries. What the fuck? Der hat hier ein auf 9, noch eine 4,9 hat der Alter. 4,9, ein 8er. Masteries hat der sehr, sehr gut. Er war mal königlicher Champion, ja. Der spielt so ein Feuerball Bait Deck, könnte man sagen. Ja, ist auch gut. 100.000 Spenden ist sehr, sehr gut. 109 gefundene Karten auch und 9900 gewonnene Karten. Sehr, sehr geil. 2 plus. Der nächste ist Edward Teach. Der ist auf 6600 auch. Seit 6 Jahren spielt er es. Ja. Warum geht das weg? Also. Dead Masteries hat auch sehr, sehr gut gefarmt. Fast so gut wie ich. Meister. Ah nein. Königlicher Champion war ja mal Legend. Fand's auch gut. Er spielt so ein Packer-Deck. Gefällt mir auch. 19.000 Kampfsiege, boah, das ist dann sehr stark. 71.000 Spenden, ja. Gefällt mir. Und gewonnene Karten, bitte, wie viel, bitte, bitte, komm. Ja, 1.300 ist auch gut. 2 plus, ja. Der nächste Kollege ist X. Das ist auch ein sehr guter Spieler. Auf 6.600, das ist auf 6.7, ist sehr stark. Legendenfahrt der Liga 1. Fast 3k Siege. Masteries hat der sehr, sehr gut gefarmt. Also gefällt mir ehrlich. Hat der sehr krass gefarmt. Hier hat der einen auf 10 und noch einen auf 10 stark. Hier einen auf 7, ja. Gut. Sehr krass. Er war mal großer Champions, auch gut, ja. Der spielt so ein Golem-Deck. Ich glaube, das macht er für Masteries oder so. Der war mal auf 6,7, das ist sehr gut. 74.000 Spenden hat der mal. Hat der gerade. Und 109 gewonnene Karten. Ja, sehr gut. Und gewonnene Karten 712, ja. Es sind zwei. Ja, gefällt mir. Der nächste Kollege, Edward Online, ist Nachtgrab. Der hat sehr gute Spenden. Der ist sehr aktiv. Gefällt mir. Fast auf 6,7. Ja, der ist gerade aktuell Meister in 3 Legenden, war's auch gut. Und der spielt das seit 2 Jahren, ist auch schon gut. Und hat sehr gute Masteries, ja. Ist das Level 10 oder ist das Level 9? Ja, ist Level 10. Sehr krass, ja. So, was spielt der für ein Deck?
Ja, ist ein gutes Deck, Mortar Deck, ja. 33.000 Spenden ist auch gut. Ja, 1700 Siege ist auch gut, ja. Und gewonnene Karten 0. Okay. Auch wenn er 7 Siege hat, hat er 0. Aber ist egal. Der hat sehr, also, er hat gutes Legendenpfad gepusht. Er hat ein gutes Deck. Ne? So gut Spenden hat der. Dann auch noch sehr gute Masteries. Also, der bessere als ich, Digga. Ja. Es gibt auch eine 2 Plus auf jeden Fall. Der nächste ist Dudu KS. Der ist auf 6-7. Spielt das schon seit 3 Jahren. Ist auch gut. Liga 13 Legendenpfad aktuell ist auch gut. Masteries hat er sehr gut gefarmt. Ja, gefällt mir. Großer Champion war er mal in Legendenpfad. Und er spielt 2.6. Ist auch sehr ein gutes Deck. Empfehle ich. 5k Siege hat der insgesamt. 17.000 Spenden. Ja, ist gut. Und gewonnene Karten. Oh, Junge. Ich kann nicht mehr reden. Es sind 2.600 gewonnene Karten. Ist auch gut. Ja. Der nächste ist ein deutscher Spieler mit einem chinesischen Namen. Der hat hier 10.000 gewonnene Kämpfe und ist auf 7k. Das ist sehr krass. Und er spielt ja seit 6 Jahren und seine Masteries sind sehr, sehr gut. Ja, sind sehr, sehr gut. Und er war mal ultimativer Champion, also der ist gerade der Beste. Und er spielt so ein gutes Not Damage Deck, ist auch sehr, sehr gut, gefällt mir. 15.000 Siege sind sehr stark. 103k. Spenden sind auch gut. 109 von 109 gefundene Karten und 16.000 gewonnene Karten. Ja, sehr, sehr gut. Der kriegt eine 1 minus, ja. Weil er keine Spenden hat. Ja, das war's auch. So, der nächste Kollege ist Tolga. Der ist auf 7-1, Digga. Und hat schon gut Spenden, ja. Liga 3 ist in Legendenpfad. Er spielt da seit 6 Jahren und hat hier die 12 Siege geschafft in der klassischen Herausforderung. Und hat hier sehr gute Masteries, gefällt mir. Er war mal großer Champion, ja, ist auch gut. Er hat so ein Golem-Deck, ja, 124.000 Spenden, ja, ist auch gut. 7k Siege, 108 von 109 gefundene Karten, ist auch gut. Und 7k gewonnene Karten, ja. Und der letzte Kollege ist Hakan, der hat 300 Spenden. Und, ja, ist auf 7.500 auf der höchsten Arena. Hat fast 20.000 Siege, das ist sehr, sehr krass. Und hat hier klassische Herausforderung 10 Siege, 12 Siege und bei der großen Herausforderung auch 12 Siege. Ist sehr krass. Er spielt das schon seit 6 Jahren. Masteries hat er ultra gut gefarmt, also hat er richtig krass gefarmt. Ultimativer Champion war er aber, ist auch sehr, sehr krass. Er spielt so ein Golem-Deck, sehr gut. 250.000 Spenden, Digga, das ist richtig krass. 109 von 109 gefundene Karten. Gesamtsieger hat er 19.000, ist auch sehr, sehr krass. Und der hat 41.000 gewonnene Karten. Also dieser Kollege hat eine 1 plus auf jeden Fall. Der ist der Beste. Und danach der, ja. Das ist halt die Top 3 Liste. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Ja, das Video ist jetzt ein bisschen lange geworden, weil ich meinen ganzen Clan hier, ja, bewertet habe. Ja, falls ihr mal kommt, die Clan reinkommen wollt, also kommen wollt, dann, ja, braucht ihr halt 4K Pokale. Aber ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, falls ihr keine 4K habt. Dann macht ihr die Trophäen einfach runter. Dann könnt ihr auch kommen. Ja, Clankrieg sind wir gerade am Gewinnen. Ja, das war's auch schon. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und ein Abo da. Wir brauchen nicht mehr viele Abonnenten. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis dann.